Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, dieser Weltgipfel für humanitäre Hilfe muss ein Zeichen setzen. Wir leben in einer Welt, in der 250 Millionen Menschen von humanitären Krisen betroffen sind. Insgesamt 60 Millionen Menschen sind zurzeit durch Kriege, Konflikte und Katastrophen aus ihren Wohnorten zwangsvertrieben. Die Hälfte davon, von diesen Flüchtlingen, sind Kinder. Die EU und ihre Mitgliedstaaten zeigen nur wirkliche Solidarität und Verantwortung, wenn sie bei diesem Gipfel endlich mit gutem Beispiel vorangehen und ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Ein gutes Beispiel für die Möglichkeit, hier etwas anderes zu tun, ist die sogenannte EDUCA-Initiative meiner Fraktion, anstelle 2% zukünftig 4% der humanitären Hilfe für Bildung auszugeben. Der Kommissar will diese Forderung bereits im kommenden Haushaltsentwurf aufnehmen, dafür sei ihm herzlich gedankt. Als Berichterstatter im Entwicklungsausschuss im Haushalt 2016 habe ich mich dafür stark gemacht, dass 26 Millionen mehr für Bildung in Flüchtlingscamps ausgegeben werden. Auf dem Weltgipfel sollen alle teilnehmenden Staaten aufgefordert werden, die EDUCA-Initiative ebenfalls in ihren humanitären Budgets mit nachzuvollziehen. Herzlichen Dank.